Mein Name ist Helmut Kess, ich bin hier für die Friedenskundgebung am Samstag und ich wollte etwas sagen. Es ist ja heute ein interessantes Wetter, also schön, windig. Die Eichenprozessionsspinner fliegen einem nur so um die Ohren. Und deswegen habe ich gerade einen frischen Kleber besorgt, mit dem ich die Biester festkleben will. Okay, wir wollen hier gegen unsere Bundesregierung protestieren und wollen eben eine Politik fordern, wie sie Rezo gefordert hat. Rezo hat ja in seinen gefordert, dass er hat gesagt, Rezo zerstört die CDU. Er hat gesagt, die Regierung hat nichts gebracht in den letzten 30 Jahren. Es war eine Katastrophe. Und Rezo stützte sich auf, also praktisch gestartet war die ganze Geschichte sicherlich durch Greta vor einem halben Jahr. Die hat also sozusagen durch ihre Klimaproteste die Sache in Bewegung gekriegt, hat dadurch die Friday for Future Bewegung geschaffen. Die Bewegung selber ist ja durch die Sciences for Future und so weiter durch viele, viele Leute gestützt worden, weil sie sagen, ja, die Greta vertritt die Stimme der Wissenschaft und die Politik vertritt eben nicht die Stimme der Wissenschaft, die hört nicht auf die Wissenschaft. Also ist eigentlich, und deswegen muss man da unbedingt was ändern und es ist jetzt hohe Zeit und hohe dringende Zeit. Es ist eine Krise, die im Moment besteht. Also von daher müssen wir da krisenhaft dran. Das hat die Friday for Future Bewegung übernommen und hat diese Krise eben betont. Und jetzt hat Rezo gesagt, Moment mal, die Klimabewegung ist zwar völlig, ist eine Krise und das ist auch katastrophal, wie die Politik damit umgegangen ist, aber sie ist ja auch katastrophal umgegangen mit Kriegen. Sie führt Kriege, obwohl sie das nicht darf. Und sie ist katastrophal umgegangen mit dem Sozialen, die Armen sind arm geblieben und die Reichen sind immer reicher geworden. Und das läuft auseinander, das ist eine ziemliche Katastrophe. Und das, obwohl die SPD die meiste Zeit mit am Ruder war. Also die SPD hatte eben ihre Seite gewechselt. Sie hat praktisch die armen Leute verlassen. Sie ist nicht mehr jetzt die Partei der Armen oder der weniger Verdienenden, sondern sie ist die Partei der Mehrverdienenden. Also von daher, deswegen geht sie halt auch langsam jetzt den Bach runter. Okay, aber das Entscheidende ist, dass die Weltpolitik halt sehr schlecht organisiert ist und dass wir halt versuchen müssen, sie besser zu organisieren. Und dafür ist Rezo ein guter Ansatz, denn Rezo hat gut argumentiert, er hat sich im Internet schlau gemacht, er hat also 300 Links geschaffen oder 300 Links besucht und hat die Sachen zusammengefasst für uns, weil das ist ja nun mal etwas mühsam, das zu machen. Er hat eben innerhalb von einer Stunde sozusagen hat er die Sachen runter erzählt, die dann wichtig sind. Und okay, also das sind, und er hat gesagt, ja, das ist eben eine katastrophale Politik, die wir hatten. Die Regierungspolitik hat nichts getaugt. Das war die CDU, das war die SPD. Die AfD hat auch keine besseren Vorschläge, die hat noch katastrophalere Vorschläge. FDP ist auch nicht gut. Also im Prinzip, die Linken und die Grünen sind ein bisschen besser, aber auch nicht gut. Also von daher, er hat eben sozusagen gefordert, dass die Leute wissenschaftlich denken, dass sie sozusagen die Argumente an sich anhören und die richtigen Argumente dann verwenden und so nicht solchen Unsinn brabbeln wie die Minister, die er dann zitiert hatte. Er hatte den Gabriel zitiert, der halt ein Blödsinn gesagt hat, der halt zum Beispiel gar nicht wusste, was in Ramstein passiert oder jedenfalls vorgab, es nicht zu wissen. Ja, also da macht ja Deutschland mit an den völkerrechtswidrigen Angriffen auf Drohnenangriffen auf die Leute im Süden. Also Katastrophe. Also das von daher müsste man ungefähr unsere Politik dringend ändern. Okay, da schlage ich vor, dass der Reinhard jetzt mal was sagt. Ja, ich bin der Reinhard Schmidt, Konstrukteur im Ruhestand.
auf Instagram gucken. Ja, und ja, Internet-Experte, wie sich jeder nennen kann heutzutage. Und ich möchte auf eine Presseerklärung aufmerksam machen. Und zwar ist am 11.06. um 18.30 Uhr der Viktor Perli, das ist ein Bundestagsabgeordneter der Linken, in Wolfenbüttel. Er ist von Aufstehen Wolfenbüttel eingeladen. Viktor Perli wird über den tiefen Fall der sogenannten Volksparteien berichten und mit den Anwesenden über eine neue Offensive für den Sozialstaat und der linken Klimapolitik beraten. Die Veranstaltung findet im Saal des Forst, Hotel Forsthaus Wolfenbüttel statt und das ist im neuen Weg 5 in Wolfenbüttel. Man kann sich auch voranmelden und wer die Mailadresse haben möchte, der kann sich einfach mal einen Zettel hier nehmen und kann sich dort auch informieren, um welche weiteren Themen es da geht. Danke. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Die Bürgerinitiative hatte in die letzte Ratssitzung einige Anträge eingebracht, die entsprechend abgesprochen mit Fridays for Future auch war. Aber es musste nicht erst abgesprochen werden. Jeder kennt das Problem der Verschmutzung der Meere und der Umwelt durch Plastik. Und da haben wir gesagt, seitens der BIPs-Fraktion, es wäre ja gut, wenn die Parteien mit gutem Beispiel vorangehen und in den Wahlkämpfen auf die Plastikplakate verzichten. Früher war das ja auch möglich, dass man Papierplakate raushängt auf Pappen. Und die Situation, es sah so aus, als wenn die Parteien sagen, nein, das ist alles zu mühselig, wir müssen weiter Plastikplakate dort heraushängen. Aber der Rat hat es jetzt beschlossen. Es gibt eine Empfehlung, in dem nächsten Wahlkampf auf Plastikplakate zu verzichten. Wir werden also darauf achten müssen, dass sich die einzelnen Parteien, wir alle, daran halten. Ansonsten gab es gestern ja wieder die Demonstration Fridays for Future. Man war dort sehr froh darüber, dass auch der Rat der Stadt Braunschweig sich jetzt, dass sich da etwas rührt. Was noch nicht gelungen ist, ist, dass die Stadt Braunschweig sich anschließt der Bewegung, auch viele andere Städte, große Städte wie Basel, aber auch in Deutschland gibt es inzwischen einige Städte, Kiel und Erlangen, die den Klimanotstand ausgerufen haben. Das soll nicht Panikmache sein, sondern das soll die Städte verpflichten und die Verwaltungen, dass sie in allen Belangen der Stadtplanung und der Stadtpolitik immer der Umwelt- und der Klimapolitik den Vorrang einräumt. Das heißt, alle Maßnahmen sollen überprüft werden. Führt das uns, hilft uns das in der Frage, wie wir die Umweltverschmutzung in den Griff kriegen, wie wir den Ressourcenverbrauch einschränken können? Ganz einfach, um dort eine Zukunftsfähigkeit zu erreichen. Es ist ja so, dass diejenigen, die darüber entscheiden, sind meistens in einer Generation wie wir. Das heißt, wir sind die ältere Generation, die leider in den letzten 50 Jahren es nicht geschafft hat, einen Wandel herbeizuführen. Ich kenne es noch von 1970, wo ein Wissenschaftlerteam sich zusammengesetzt hatte. Es war hoch anerkannt, dekoriert, international. Und haben darauf hingewiesen, es war der sogenannte Club von Rom, Club of Rome, wo festgestellt wurde, dass ein Weiter-so nicht geht, sondern unweigerlich zum Kollaps führt der Erde und des Klimas. Und dass man ganz einfach den Ressourcenverbrauch einschränken muss. Das ist jetzt 50 Jahre her. Es ist leider dem nicht gefolgt worden, obwohl es hoch gelobt worden ist und gesagt wurde, ja, wir müssen was machen. Aber immer dann, wenn es darauf ankommt, wird weiter verschoben, die Politik verschiebt, man kann sich nicht einigen. Insofern kann man der Jugend nur sagen, verlasst euch nicht auf die Älteren, verlasst euch nicht auf die Eltern, sondern geht jetzt voran. Ein gutes Zeichen ist zumindest, dass die Älteren, das sind ja meist die Eltern auch der Jugendlichen in vielen Fällen, dass sie ein schlechtes Gewissen inzwischen haben. Man hat ein schlechtes Gewissen, weil man der Jugend letztlich ja gar nicht mehr in die Augen gucken kann. Was machen sie denn, wenn sie Kinder und Enkel haben und denen erklären sollen, wie die noch in 20, 30 Jahren leben sollen? Und dann vertröstet werden, ja, den Kohleausstieg, das vertagen wir dann auf 2000 bis 2038 und wir haben ja noch so viel Zeit. Nein, wir haben tatsächlich keine Zeit mehr. Vor 50 Jahren
hatten wir noch eine Chance, uns etwas Zeit zu lassen. Jetzt ist alles hin und her und ausdiskutiert. Jetzt muss tatsächlich gehandelt werden. Und dafür sind die Leute ja auch, die Politiker ja auch gewählt. Und darauf weist die Jugend hin, indem sie sagen, ihr seid die Machthaber, ihr seid die Bestimmer, ihr seid diejenigen, die die Zeitungen beeindrucken können und die Zeitungen und die Berichterstattung füllen können. Wir sind nur die Kinder, aber ihr müsst es tun. Und wenn ihr das nicht macht, dann vergeigt ihr unsere Zukunft. Ihr vergeigt unsere Zukunft, denn die ältere Generation, die hat das nicht mehr auszutragen und auszuhalten, was jetzt angerichtet wird. Die Lebenszeit läuft ab. Bei der Jugend, die steigt erstmal ein in die Lebenszeit, hat das Leben vor sich. Deswegen ist es wichtig, dass wir insofern das Kommando so etwas übergeben an die Jugend und die Älteren endlich mitmachen. Jeder kann das unterstützen. Es gibt inzwischen nicht nur Wissenschaftler for Future, die ja letztlich die Ergebnisse, die dort auch von Fridays for Future, von der Jugend vorgetragen werden, das sind ja alles die Ergebnisse der Wissenschaft, die sagen, wie steht es um das Klima, wie steht es um die Verschmutzung der Welt. So, es gibt die Möglichkeit, Parents for Future, Wissenschaftler for Future, die Älteren sollen die Jugend unterstützen. Macht es, es sind eure Kinder, es sind unsere Kinder, die noch länger leben wollen, die auch ein Recht haben, eine Zukunft zu haben, ohne dass ihnen das Klima, Temperatur, Wirbelstürme, Hochwasser tatsächlich ein Leben auf der Erde unmöglich machen. Vielleicht sogar auch noch Kriege. Ja, soweit hier von meiner Seite. Nochmal, ich bin der Reinhard Schmidt, ich bin Konstrukteur und auch Internet-Experte. Und zwar kann sich heute jeder so bezeichnen. Kleinen Moment. Kann sich heute jeder so bezeichnen, der im Internet surft. Ich bin da auf etliche Kommentare gestoßen und habe die konspektiert. Der größte Lieferant der Deckanschlüsse war Christoph Sieber. Es ist eine schreckliche Welt. Das Einzige, was hilft, ist ein Feindbild. Und zwar ein gescheites Feindbild. Wer keines hat, sollte sich eins zulegen. Wenn du morgens aufstehst und du hast ein Feindbild, ist doch der ganze Tag gerettet. Deshalb halten auch so viele Ehen. Man braucht sich nur umzudrehen und weiß, wer schuld ist. Feindbilder sind wichtig. Sie halten vom Wirklichen ab. Der Bürger ist dann immer eingespannt. Er regt sich über Erdogan sein Demokratieverständnis auf, sieht aber den Ausnahmezustand in Frankreich oder die Beschneidung der Bürgerrechte in Deutschland nicht mehr. Das Grundprinzip ist, Schuld ist immer der andere. Die Flüchtlinge, die Realität, die Merkel, die von der Leyen und andere. Lösungen müssen präsentiert werden. Alexander Gauland sagt, keiner will neben Jerome Boateng wohnen. Dabei könnten sich die meisten das gar nicht leisten. Flüchtlinge, es gibt keine Dummheit, die zu dumm ist, dass sie nicht einer ausspricht. Nur, dass einer das glaubt, das ist neu. Oder das Burka-Verbot am Steuer. Dabei sind LKW-Fahrer, die beim Fußnägel schneiden, während der Fahrt eingeschlafen sind, die, vor denen man Angst haben muss, dass sie nicht hinten drauf brettern. Die AfD nicht in die Parlamente. Dabei sind die schon. Sind die da schon. Und es war die bisherige Politik, die mit ihrer restriktiven Fiskal- und Sparpolitik dahin gebracht hat. Und erst unser Außenminister, der vom Völkerrecht noch nicht viel gehört hat. Es heißt, unsere Art zu leben soll verteidigt werden. Was ist das? Unsere Werte. Im Fernsehen wegschalten, wenn die schrecklichen Bilder aus dem Jemen gezeigt werden. Oder Syrien, Aleppo. Immer noch Sanktionen gegen Syrer oder den Iran oder Venezuela oder Kuba oder Russland oder. Das fliegt ja was weg. Deutschland wird sanktioniert, wenn es nicht hört. Frag doch mal Richard Grenell nach Nord Stream 2. Die Verflüssigung von Gas verbraucht man 25% der geförderten Energie von dem Gas. Was ist denn das für eine Umwelt?
Was ist denn das für die Umwelt? Und wenn es dann noch Fracking-Gas ist und aus den USA kommt, werden sofort zwei LNG-Terminals aus Steuergeldern gebaut. Flüchtlinge zu Hause reinlassen und verstehen, nachher sogar feststellen, der ist ja wie ich und das mir, ein wie mich hätte ich nie reingelassen bei mir. So, nochmal zu den Werten. Wir kämpfen gegen den IS und machen Geschäfte mit Saudi-Arabien, die den IS nachweislich finanzieren und unterstützen. Was glaubt ihr, wenn es keine Waffen- und Munitionsproduktion mehr gäbe, was da an CO2 und sonstige Staatsstoffe eingespart wird? Keine Manöver mehr, Marine bleibt im Hafen, Militärflüge finden nicht mehr statt. Das kann heute alles aus dem All überwacht werden und am Computer gespielt werden. Das sind Einsparungen, sage ich euch. Das sind Einsparungen, sage ich euch. Das kann alles der Umwelt und kann alles in die Umwelt und Soziales fließen. Wir sind gespalten. Das ist die Realität, ein entsolidarisiertes Land, das nicht in rechts und links, sondern in oben und unten, in arm und reich auseinander geht. Es gibt keine Schere mehr, das sind Welten, die zwischen arm und reich im Moment liegen. Das Geschwisterpaar Klatten und Quandt erhält 3 Millionen Euro pro Tag. Einer alleinerziehende Mutter mit Kind in Hartz IV stehen 2,80 Euro am Tag zur Verfügung. Also wie gesagt, nicht rechts und links gespalten, sondern in oben und unten, in arm und reich. Alles andere ist nur ein Ventil. Diese unsere Art zu leben produziert zu viele Verlierer. Das ist unser Problem. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier ist nochmal Helmut Kess, Braunschweig, Hausarzt im Ruhestand. Ich wollte euch nochmal ein bisschen was erzählen, auch wenn ihr nicht so bereit seid, dazu zu hören. Frieden, gesunde Umwelt und ausreichende Versorgung, das sind die Hauptthemen, die für die Menschheit wichtig sind. Ja, und die werden im Moment viel zu wenig beachtet. Die Regierungen halten sich nicht dran, sie denken in kurzfristigen Aspekten, sie denken nur an sich, sie denken nicht an die anderen. Und das ist alles erforderlich, um ein bisschen die Sache ein bisschen besser hinzukriegen. Im Moment ist es ja noch in Deutschland gar nicht so schlimm. Uns geht es ja noch einigermaßen gut. Aber weltweit geht es natürlich vielen, vielen Leuten viel, viel schlechter. Und natürlich war das schon immer so. Also es ist nichts Neues, dass es vielen Leuten schlecht geht, aber es ist neu, dass man sich da es leisten könnte, dass es ihnen allen gut geht. Man kann heute mit vernünftiger Politik es allen, alle sozusagen hinkriegen, dass es allen einigermaßen gut geht. Und das sind, dass es möglich und finanzierbar ist. Denn die Menschheit ist immer reicher geworden. Denn die Erfindungsfähigkeit der Menschen nimmt immer weiter zu. Wir nehmen im Moment leben im Zeitalter der Roboter und so weiter. Also es gibt viel, was man machen kann. Und da im Moment wird es halt nicht so gemacht. Also im Moment ist die Politik leider sehr dominiert durch die Interessen der Reichen. Und die Interessen der Reichen sind leider nicht die allgemeinen Interessen. Das ist eine Täuschung, die weitgehend weit verbreitet ist. Ja, die Interessen der Reichen sind die Interessen der Reichen. Und das sind dann halt bestimmte Reiche, die sich durchsetzen, zum Beispiel die Leute mit den Militärausgaben, mit dem Militär, mit der Waffenindustrie. Die Waffenindustrie ist ein reiner, Blutegel sozusagen an der Menschheit. Die saugen Blut
Und sie nutzen gar nichts. Man könnte die Leute dafür anstellen, dass sie Steine von rechts nach links tragen. Das wäre viel harmloser, würden sie viel weniger Schaden stiften. Aber leider ist es nicht so. Also man muss diese Waffenindustrie, ist einfach eine Katastrophe, muss man. Und das, obwohl ja alter Einstein schon gesagt hat, es darf keine Kriege mehr geben, weil jeder Krieg zur Vernichtung der Menschheit führen kann. Die Leute führen trotzdem immer noch Kriege. Wir haben es glücklicherweise bisher überlebt, aber mit viel Glück. Und die Frage ist, wie lange das Glück noch hält. Also von daher müssen wir langsam vernünftige Politik kriegen. Die Menschheit muss ein bisschen aufwachen und sie müssen ihre Politiker kontrollieren, handverlesen. Und dafür sind solche Beiträge wie Riso sehr gut, der halt zeigt, wie die Politiker ticken, dass die Politiker zum Teil überhaupt keine Ahnung haben, Katastrophe, ja, und einfach mit billigen Argumenten arbeiten. Und wissenschaftlich ist das überhaupt nicht zu halten. Also von daher, gut. Ja, Tag Angela, hallo. Ja, komm doch mal her, erzähl doch mal was. Willst du nicht irgendwas über Israel erzählen? Okay, das Mikrofon ist frei, kannst du was sagen? Ja, ich könnte antworten. Israel hat die Taktik nicht geändert. Ja. Das heißt, sie greifen mehr oder minder verbal oder sorgen dafür, dass jede Kritik an der israelischen Regierung in Deutschland als antisemitisch hingestellt wird. Na klar. Und hier in Deutschland ist man derart arrogant, dass man das auch noch glaubt. Ja. Zum Beispiel BDS. Das heißt, wenn jemand sich der BDS-Kampagne zugehörig fühlt, das öffentlich macht, ist er antisemitisch. Kann er machen, was er will. Und das, denke ich, änderst du aber leider nicht, indem man es immer wieder formuliert. Selbst die Bundesregierung hat Kritik an der israelischen Regierung über BDS als antisemitisch hingestellt. Und was noch schlimmer ist, sie hat verboten, dass irgendwelche Gelder oder Räume an Leute von BDS übergeben werden. Naja, es ist ja bekannt, dass die Juden, die selber Kinder von Auschwitz-Opfern waren, sind oder Enkel von Auschwitz-Opfern, dass die natürlich auch bekannte Antisemiten sind. Das sind ja grauenhafte Antisemiten, weil sie gegen Israel, gegen die Politik von Israel argumentieren. Das wäre ja jetzt gerade diese Preisverleihung in Göttingen, eine Stimme für die jüdische Stimme für einen gerechten Frieden, war genau dieses Thema. Ja, die wurden als Antisemiten bezeichnet, was ein völliger Witz ist, aber die Regierung hat es unterstützt sozusagen. Aber es ist eben eine Katastrophe. Man ist die Politik da ziemlich verrückt. Deswegen ist es ja gut, dass es jetzt Riso gibt, der so ein bisschen dagegen hält. Und das müssten jetzt viele machen, dass sie halt sozusagen wissenschaftlich argumentieren mit Belegen und so weiter. Also von daher sehr gute Geschichte. Was eben die Wissenschaftlichkeit belegt, ist, dass letztlich die Palästinenser vertrieben werden oder umgebracht werden. Man sehe den Gaza. Gaza ist ein Gefängnis von Millionen Palästinensern, wo aber die Palästinenser nicht raus dürfen. Das heißt, sie kommen gar nicht in die Möglichkeit zu fliehen, so wie andere Flüchtlinge halt hier ankommen. Von Palästinensern kommt keine, weil keiner raus darf. Ja. Und wenn Sie sich die mal angucken im Internet, wie die Palästinenserinnen leben müssen, das würde keiner von uns hier auch nur in Ansätzen machen. Ja, gut. Also ich meine, die Palästinenser haben den Fehler gemacht, in einem Land zu wohnen, wo sie eigentlich gar nicht wohnen durften. Das war ja ein leeres Land, wo die Juden dann hinten, wo die Israelis dann oder die Juden dann hingingen zu Israel. Das wurde dann zu Israel. Und die sagen ja, wir sind in ein leeres Land, in ein leeres Land gekommen. Und aber das ist leider, ja, das war ihr Fehler. Und das also von daher gut. Okay, aber das ist eben, das sagen eben diese Israelis, diese jüdische Stimme sagt natürlich das auch, sagt eben, das ist eigentlich eine ungerechte Sache, dass wir uns das gemacht haben und jetzt haben wir es gemacht, jetzt läuft es so, Israel ist auch anerkannt von der UNO, also aber
es müsste halt jetzt so sagen, also tut uns leid, dass wir das gemacht haben und wir versuchen jetzt mit den Leuten, sie haben ja sozusagen, sie haben ja moderne Wissenschaft und so weiter, also von daher könnten sie wunderbar mit den Leuten zusammenarbeiten. Die Palästinenser bieten es an, die Araber bieten es an, also die Leute machen ja, bieten ja an, mit ihnen zu kooperieren. Aber ich finde, die Bundesregierung eine derartige Aussage zu treffen und ganz einfach alle Antisemiten zu beschreien, nur weil sie BDS orientiert sind und die nicht rauswerfen oder so. Das heißt, die Bundesregierung muss sich überlegen, ob sie eigentlich was von Demokratie hält oder nicht hält. Denn die einfach zu verbieten, heißt Meinungsfreiheit einzuschränken. Na klar. Und das klappt, ohne mit der Wimper zu zucken, wenn es um Israel und Palästina geht. So bei anderen Sachen wagt die Regierung ja schon mal was zu sagen. Aber bei Palästina, Israel halten sie sich aus und gucken zu, wie letztlich das Demokratieverständnis. Der Zentralrat der Juden hat ja leider seine Meinung geändert. Unter Galinski war das ganz anders. Galinski hatte eine ganz andere Meinung, hat gesagt, er ist nicht aus Auschwitz gekommen, um sozusagen das Unrecht dann nach Palästina zu tragen. Aber jetzt ist der Zentralrat der Juden leider ziemlich auf israelischer Seite, also auf der Seite des Staates, der Regierung von Israel, Und das ist leider jetzt aber auch die Mehrheitsmeinung in Israel. Es gibt viele Juden, die ganz anderer Meinung sind, aber Mehrheiten sind halt leider, Mehrheiten sind leider auch bei uns etwas unproblematisch. Mehrheiten sind immer problematisch. Aber warum BDS so einfach anerkannt, also nicht die BDS wird anerkannt, sondern das Verbot, heißt eben der Satz, kauft nicht bei Juden. Ja, klar. Gut, das war ein Satz aus dem Dritten Reich. Aber weiß keiner, wohnen da eigentlich in Israel nur Juden oder sind die Israels auch von woanders her. Ich denke einfach, es geht darum, dass hier jedes Land die eigene Freiheit oder Meinung äußern kann. Und gerade die Bundesregierung hat vor 70 Jahren erlebt, was es heißt, die eigene Meinung nicht sagen zu können. Und nun wiederholen sie den gesamten Aufgaben. Okay, also einen wunderschönen Samstag wünsche ich noch. Ja, bleiben Sie dabei, ne? Samstag das Treffen. Das finde ich ganz klasse. Das soll man machen, ne? Finde ich auch. Zumindest sagen wir ab und zu was. Hört zwar keiner zu, aber wir sagen mal was. Unsere Meinung hier. Ich sehe das Thema okay. So aktuell. So. Na, willst du noch was sagen? Toll! Finde ich auch. Na, ich möchte mal was dazu sagen, weswegen wir hier stehen. Wir sind vom Friedensbündnis Braunschweig. Was wir wollen, das Friedensbündnis Braunschweig ist ein kooperativer Zusammenschluss von Menschen und Vereinigungen, welche für friedliche Konfliktlösungen eintreten. Denn Krieg ist die höchste Form der Menschenrechtsverletzung, eben die Massentötung von Menschen. Aus der Erfahrung zweier Weltkriege hat die Charta der Vereinten Nationen sowie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland die Vorbereitung und Führung von Angriffskriegen verboten. Diesen Völkerrechtsgrundsatz des Gewaltverbots und die Souveränität der Staaten verteidigen wir. Zur effektiven Verhütung von Angriffskriegen fordern wir weltweite Abrüstung von UN-Waffeninspektionen überall. Keine Interventionsstreitkräfte, weltweites Verbot von Massenvernichtungswaffen, insbesondere der ABC-Waffen, Verbot der Waffenexporte. Wir stehen für Völkerverständigung, soziale Gerechtigkeit, Schutz der Umwelt und Achtung der Menschenrechte weltweit. Die Ersetzung von Militärbündnissen durch Organisationen ziviler Friedenssicherung und Stärkung von UN und OSZE. Wir fordern die Demokratisierung, dafür stehen wir die Demokratisierung der UN und für die Entwicklung einer Kultur des Friedens. Unsere Forderungen richten sich zunächst an die Bundesregierung im Sinne von
von Deutschland soll Frieden ausgehen. Das Friedensbündnis Braunschweig versteht sich als Teil der deutschen und weltweiten Friedensbewegung und sucht mit dieser die Zusammenarbeit. Das Bündnis wirkt auf die öffentliche Meinungsbildung ein. Es gestaltet die Medienarbeit, Diskussionen und Bildungsveranstaltungen, Broschüren und Literaturvertrieb, Kundgebungen und andere Formen des Protestes. Dankeschön. Ach so, zum Schluss möchte ich nochmal auf den Bundestagsabgeordneten Viktor Perli zu sprechen kommen. Der ist am 11.06. um 18.30 Uhr von Aufstehen Wolfenbüttel eingeladen im Hotel Forsthaus Wolfenbüttel, Neuerweg 5 in Wolfenbüttel. Es geht um den tiefen Fall der sogenannten Volksparteien. Und er will diskutieren mit den Anwesenden, und zwar über eine neue Offensive für den Sozialstaat und linke Klimapolitik. Danke.